Hi und herzlich willkommen zum Podcast Universe's Calling von Livia und Natascha. Dein kurz und knackiger Podcast, spirituell mal anders, um direkt im Leben anzuwenden. Aus dem Leben für das Leben. Immer Montagmorgens, um die Woche fresh zu starten. Viel Spaß! Ja, Livia, hast du die Zeit gestoppt? Ja. Okay, dann let's go. What a word. Oh my gosh, let's go. Berührung. Aber das ist ja in Kombination mit dem. Genau. Ist ja immer in Kombination. Das ist die Kunst, die Werte zu kombinieren. Berührung. Klarheit, Berührung. Darf ich anfangen? Mir kam da immer gerade was. Und zwar, ich denke gerade an Grenzen setzen. Und an das Nein sagen. Und zwar von der Sichtweise aus, dass man wütend ist, wenn jemand Grenzen überschreitet. Also wenn ich mich als Beispiel nehme. Wenn jemand meine Grenzen überschreitet, bin ich wütend. Aber das habe ich auch gelernt, dass ich nur in Anführungszeichen wütend sein darf, obwohl es auch das im Prinzip unnötig ist, wenn ich kommuniziert habe, dass da meine Grenzen sind. Wenn ich klar war, hey, cool, aber hier ist meine Grenze. Wenn ich das aber nicht getan habe und jemand überschreitet meine Grenze, warum soll ich wütend sein? Weil jeder Mensch ist individuell. Und was für mich jetzt von Nähe, ne, und Distanz zu nah ist vielleicht für jemanden noch mega weit weg. Und das ist richtig spannend in Bezug auf die Klarheit zu verstehen, dass es halt wichtig ist, klar zu kommunizieren, weil jeder Mensch von irgendwo anders her kommt. Und erst dann, wenn man klar ist, kann man ja auch berührt werden, weil man dann auch den sicheren Raum erschafft, um sich zu entspannen darin. Und zu wissen, ich bin sicher, ich habe es kommuniziert, also kann ich mein Herz auch öffnen, berührt zu werden von was auch immer. Oder wem auch immer. Egal, ob jetzt körperlich oder emotional oder sonst irgendwie. Ich habe mich jetzt gerade so gefragt, okay, wenn du nach Indien oder nach Pakistan reist, eine komplett andere Kultur, was einfach normal ist, dass die Leute zu nahe kommen. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich da den Grenzen aufzeigen würde. Gute Frage. Aber ja, aber, also gut, ich war nicht da, das interessiert mich jetzt. Kannst du nicht an mich sagen? Nee, weil um das zu verstehen und zu respektieren, brauchst du ganz viel Bewusstsein und Reflexionsvermögen. Du meinst, um das Nein zu verstehen? Ja, weil wenn alles gleich ist und du nur das kennst und dann kommt jemand, der das nicht... Also... Weißt du, was du machen könntest? Du könntest ein Schild ausdrucken mit Google Translator, wo drauf steht: ich komme aus der Schweiz, ich bin mich das nicht gewohnt, deshalb ist mir bla bla. Kannst du so rumlaufen. Frage mich jetzt gerade, vielleicht wird es bei gewissen Menschen funktionieren. Aber das Ding ist ja, die meinen das ja nicht, also ich würde es dann ja böse auffassen, aber die meinen es ja nicht so. Mhm. Die sind einfach so. Und das ist ja das Gleiche wie bei uns. Mhm. Also wenn ich mich so verhalte und dich das aber stört, dir das zu nahe ist. Aber du und ich, wir können die gleiche Sprache sprechen. Und wir sprechen auch die gleiche Sprache vom Bewusstsein, also wie soll ich sagen? Auf einer anderen Bewusstseinsebene. Mhm. Ich habe auch in meinem Leben Grenzen gesetzt und bei Menschen, die
das nicht verstehen. Also die nicht verstehen können, dass jemand Grenzen haben kann und eine Freundschaft nicht mehr passt. Und heute noch spüre ich das, ist da ganz viel Wut und Hass dieser Person gegenüber mir. Mhm. Nach Jahren noch, weil ich einfach gefühlt habe, wow, es saugt mir Energie, es passt nicht mehr. Mhm. Also das heißt, ich bin zu meinen Grenzen gestanden, auch wenn ich weiß, wenn ich an der Person vorbeilaufe, die schaut mich nicht an oder ne, wow, da kommt Energie. Kann ich das halten, kann ich das aushalten, zu wissen, wow, ich habe aus Liebe meine Grenzen kommuniziert, etc., etc., das ist meine Wahrheit, ich kann nur mich beeinflussen und nicht, wie das Außen reagiert und ja, deshalb trotzdem meine Grenzen setzen, auch wenn es Menschen gibt, die das jetzt nicht verstehen. Ich meine auch, wenn man SMS schreibt mit jemandem und dann halt Nein sagt oder so, da kommt ganz oft dieses, oh mein Gott, die ist, keine Ahnung, egoistisch oder wer ist das oder was glaubst du? Oder meistens hat es dann mit dem Selbstwert von den Personen zu tun, die wissen es einfach nicht. Ja, also was ist jetzt wieder hier in der Schweiz? Mhm. Pakistan, keine Ahnung. Ich habe gerade noch so, es gibt ja auch einen Unterschied. Vielleicht kann jemand, ist es auch einfacher zu verstehen, wenn ich sage, ich möchte nicht, dass du mich anfasst, dass du mir körperlich zu nahe kommst. Aber es gibt ja auch noch diese energetische, wie sagt man, die Energie. Und wenn jemand so aufdringlich ist, auch wenn die Person es vielleicht nett meint, aber für mich wirkt es aufdringlich, das braucht ja dann auch eine andere, wenn ich dir sage, du bist mir zu aufdringlich, aber du machst gar nichts, außer dass du irgendwas sagst oder vielleicht sogar mir helfen möchtest oder irgendwas gut meinst. Und dann Klarheit haben und eine Grenze ziehen zu können, das stelle ich mir jetzt also ziemlich herausfordernd aus. Vor allem also in Pakistan meinst du? Genau, da war jetzt so mein Gedanke. Oder auch Pakistanis, bei denen ja, hat oft auf. Also was vielleicht, ich weiß nicht. Ich habe ja damals meine kaufmännische Ausbildung in einem Wohnheim gemacht für Menschen mit Behinderung. Mhm. Und das sind ja manchmal auch Menschen, die verstehen das, die können das kognitiv nicht verstehen. Also wenn die ganz nahe kommen zu dir, dich umarmen, hallo Livia, und dann manchmal halt noch irgendwie sabbern oder so. Und ich, ne, also ich möchte dann gegen nichts sagen, also nicht, dass jetzt jemand mich tschatscht, ich hatte einen schwerbehinderten Bruder, also ich weiß, wovon ich spreche. Und dennoch gibt es da für mich Grenzen, boah, das ist mir irgendwie zu nah. Ich mag das nicht, ich mag meinen Freiraum, ich mag den Sabbat sozusagen, in Liebe ausgedrückt, nicht auf mir. Aber wie gehst du denn damit um? Wie sagst du, wie kommunizierst du das? Und da, ne, das ist auch eine, ich meine, ähnlich irgendwo durch, aber halt wieder anders. Und da ist es dann halt, wie habe ich das denn gemacht? Naja, dann habe ich halt auch hier wieder Love it, change it or leave it. Kann ich es lieben und akzeptieren, dass die Person nah ist? Okay, nee, fühlt sich nicht gut an. Kann ich es verändern? Pff, es ist gerade keine Betreuungsperson in der Nähe oder keine Ahnung oder ne? Ja, nein. Dann vielleicht muss ich es halt verlassen. So, ne? Also ich habe ja immer die drei Möglichkeiten. Ja, also das heißt, so gesehen, wenn ich jetzt in Pakistan wäre und es wäre einfach nicht möglich für mich, dann würde ich halt Pakistan wieder verlassen. Also jetzt so gesehen, so wie bei der Person, die mir da zu nahe ist, wenn das nicht geht oder wenn ich irgendwo in einer Arbeitswelt bin, anders, eine andere Sequenz, wo es einfach nicht geht, wo es zu viel Stress ist oder ich fühle mich da nicht wohl, entweder ich akzeptiere es, höre auf zu meckern, ich versuche zu verändern, zu reden, oder ich verlasse den Arbeitsplatz oder ich verlasse den Pausenplatz mit der Person, die so nah an mir ist. So, ne? Voll ja. Wertvoll. Weil ich merke, dass so mein Ego bei so gewissen Dingen, die ich nicht lösen kann, dann kickt mein Ego und leave it ist gar keine Option, weil dann so ein Programm kommt von du bist zu schwach, du hast verloren. Ah. Voll spannend, aber das ist ja genau, ich mache das ja dann auch oft, also ich meine, wenn ich Leute treffe, ja, dann sage ich, hey, sorry,
ich mag jetzt gar nicht mit dir reden oder es matcht nicht und dann gehe ich. Aber so voll spannend, wie das Ego da aufkickt. Love it, change it and leave it. Ja, und ich meine, wenn dieses Leave it bewusst ist und aus Liebe und es nicht das Flüchten ist, ich meine, bei mir ist es, bei mir, ich bin anders aufgewachsen, diesen Selbstwert etc. Bei mir ist es Mut zu sagen, ich gehe jetzt. Ne? Mhm. So, das ist, wie lange habe ich immer ausgehalten und bin geblieben, obwohl ich mich nicht wohlgefühlt habe? So, bei mir ist es genau andersrum. So, traust du dich zu gehen, auch wenn die anderen denken? Ich war früher auch so, das musste ich auch lernen. Aber das habe ich beim Reisen sehr viel gelernt. Und jetzt bist du andersrum? Nee, also früher konnte ich nicht Nein sagen. Früher wäre ich nicht gelaufen. Genau, weil dieses Programm ja kickte. Zum einen aus Scham, auch weil eben was denken denn andere? Und zum anderen kam dann aber irgendwo auch so dieses Ego-Gehabe, so dieses, ich bin stärker, ich beweise es, dass es... Ja. Aber irgendwann habe ich dann gelernt, ja, einfach auch Nein zu sagen. Und das ist ganz spannend, die Sprache hat mir da sehr geholfen, weil Schweizer sind Englisch jetzt bekannt, um klar und direkt Nein zu sagen. Ne? Ist immer so, mal schauen vielleicht. Ja, ich melde mich. Und im Englischen hatte ich vor 5 Jahren gar nicht so viele Worte zur Auswahl. Also ich musste ziemlich klar und direkt kommunizieren. Und das war ein Riesengeschenk. Weil wenn da irgendein Typ vor dir steht und irgendwas will und dann kommt eine Sprache, ein Wort von irgendwo durch mich durch, no. Wer kommt jetzt das? Weil das bin ich nicht. Ich als Schweizerin mit dem Schweizerdeutschen. Ja. Aber weil das die einzige Sprache ist, Englisch, und die einzigen Worte, die ich habe, da wurde ich ziemlich klar. Und da, also das war ganz, ganz, ganz ein spannender Prozess. Richtig gut. Ja. Ja, und naja, wir hatten Klarheit und Berührung. Jetzt haben wir noch etwa 3 Minuten. Zu Berührung haben wir jetzt noch nicht so viel gesagt. Ja, da habe ich was. Also auch im Zusammenhang mit Klarheit, weil Berührung war früher für mich mal ein Hug oder ein Handshake, ein bisschen einhergehen wollten, so alles so ein bisschen härter. Und in den letzten Jahren, wo ich mich auch mit Weiblichkeit und Yin und Yang und tantrischen Lebensphilosophien und so befasst habe, da habe ich auch gelernt, dass Berührung viel mehr sein kann, beziehungsweise viel mehr ist. Mhm. Also zum Beispiel auch einfach mal sich selber so ganz bewusst, ganz fein zu berühren und einfach wahrzunehmen, was da im Körper abgeht. Und das Gleiche, wenn ich jemand anderen berühre oder wenn jemand anderen mich berührt. Mhm. Oder auch wenn ich in der Tram stehe und mich jemand berührt und ich merke, irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Was nehme ich da wahr? Also was können wir alles aus einer Berührung nehmen? Mhm. Und auch damit, wie so einem klaren Blick oder so einem offenen Blick der Neugierde, was ist möglich? Und nicht, was ist es oder wie soll es sein? Mhm. Und auch da so ein jetzt bin ich wieder so im Fluss vom letzten das Wort, aber dann fließt nämlich auch und dann kommt wieder der Kopf rein, aber es ist so, dann so ein Tanz. Mhm. Und Berührungen sind so wertvoll, auch Umarmungen. Es gibt einen Unterschied, ob wir uns so linksrum umarmen oder Herz zu Herz umarmen. Und das sind die eigentlichen Umarmungen. Und nicht vom Herz weg. Und auch wenn man Menschen, also wenn sich 2 Menschen treffen so und hier oben umarmen und wieder auseinandergehen, oder ob man sich wirklich berührt und umarmt und dann da einfach ein Austausch stattfindet. Es gibt so, so viele Unterschiede oder auch feine Unterschiede in Berührungen. Und aber auch da klar zu sein und zu sagen, nein, ich mag dich nicht umarmen. Wir können uns einfach so hallo sagen, wir können Handshake machen. Mhm. Auch da zu fühlen, was ist mir zu nah oder was möchte ich? Weil jede Verbindung ist eine Verbindung. Mhm. Wie du am Anfang gesagt hast, die Klarheit für mich kann nur ich für mich kriegen
und dann im Außen auch kommunizieren. Ja, auch bei so wirklich physischen Berührungen. Und was mir gerade noch kommt für die letzten 20 Sekunden, ist auch die Berührung und Verbindung zu sich selber. Also das hast du ja auch gesagt am Anfang, aber ich glaube, da geht es ja los. Wenn ich nicht mir selber, von mir selber berührt bin, von meiner Liebe, ja, kann ich es auch nicht wirklich geben. So. So. Okay. Schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Schönen Tag, schöne Woche. Ciao.